Moinsen Leute und willkommen zurück zu Paper Mario the Origami King. Wir haben beim letzten Mal hier Professor Toad, der hier links neben uns steht, gerettet. Vor dem Pappmacho Pokey, der ihn gefressen hat. Und wir müssen jetzt zurück nach Sniff City. Wo ist denn eigentlich mein Stiefmobil hier? Hab ich da gleich mitgenommen? Erstmal rufen hier, wartet mal. Das ist bestimmt verschwunden wegen dem Sandsturm. Da ist es doch so. Alle einsteigen bitte, danke. So, ich vermute jetzt auch mal. Ah, okay, da kommt sogar noch eine Info. Ich wollte gerade sagen, er kann bestimmt auch diese goldenen Lichter hier ausgraben. Mario, schau doch mal, der Boden hier glänzt. Der archäologische Fachbegriff für so etwas ist ein offensichtlicher Hinweis. Der ist nicht schlecht. Der muss ich zugeben, der ist nicht schlecht. Vielleicht ist etwas vergraben. Mit eurer Hilfe sollte ich an dieser Stelle eine Ausgrabung mit der Schaufel vornehmen können. Stellt euch an den Punkt, an dem ich graben soll, und drückt unten. Also, Steuerkreuz unten, schätze ich mal jetzt in dem Fall. Ich spiele mit dem Pro-Controller. So, bitteschön. Nicht nachlassen. Ey, du stehst im Weg, Mario. Boah, jetzt wird richtig viel Cash. Aha, siehst du, was ich meine? Wir sind auf einen Schatz gestoßen. In weichem Boden wie etwas Sand oder Erde kann ich graben, selbst wenn er einmal nicht leuchtet. Drücke dazu einfach unten. Was? Halte also immer ein Auge offen nach verdächtigen Stellen, an denen es sich lohnen könnte, zu graben. In Ordnung? Nicht ernsthaft. Ey, das ist ja wieder richtig mies. Auch an Stellen, wo es nicht leuchtet. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Da muss man ja wieder die ganze Wüste hier umgraben. Gut, er meinte aber an verdächtigen Stellen, wo es sich angeblich lohnt. Dann nehme ich jetzt mal, es ist da nicht allzu fies, wenn hier noch was versteckt ist. Obwohl, die haben ja schon teilweise so viele Sachen so fies versteckt. Da wundert mich gar nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich würde zu gerne einem alten Falter begegnen. Hält der nicht schon Olivia für so einen alten Falter? So, da muss ich hin. Warum sind die ganzen Viecher wieder da? Komm ich denn da hin? Ah, muss ich einfach rüberspringen hier oder was? Aber hier kam ich ja durch, ne? Ja, komm her. Du kriegst erstmal einen auf den Sack, oder Poki. Warum sind die wieder da? Ich hab die doch alle besiegt. Die kommen doch so schnell nicht wieder. Aber ich hab den Ort gewechselt, stimmt. Ich war ja schon in Sniff City. AKA Chum City. Ja, mir ist aufgefallen, Chum wahrscheinlich wie Champignon. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. So haben wir es doch. Toll angeordnet, jawohl. Erstmal die hier platt. Mit einem. Oh. Ein Color Hammer, oder? Ja, komm, wir nehmen den Color Hammer einfach, ist egal. Vielleicht muss doch wieder einen neuen ausrüsten, kann das sein? Und Spitze, jawohl. Und K.O. Yes. Hier nehme ich den Wurfhammer. Den finde ich immer geil. Schon lange nicht mehr eingesetzt. Auch nur Spitze, ist egal. Es reicht hoffentlich. Es reicht nicht, schade. Schippe drauf. Was? Hä? Der ist gerade versucht, die mit der Schaufel in den Sand zu bewerfen. Kopfstoß. Ah, die gehen kaputt oder was? Ah, ne, doch nicht. Okay, da nehme ich jetzt den normalen Hammer, ist ja klar. Dann nutze ich jetzt natürlich auch keinen speziellen Stiefel. So, kaputt. Gesamt 544 Münzen, sehr schön. Das ist alles nur wegen dieser Ausgrabung da, ey. Oh, wir kriegen nochmal Geld, geil. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Können wir aber wieder gebrauchen. Ich habe ja echt sehr viel Cash ausgegeben. Oh, ein Schatzmini, cool. Das Stiefmobil. Also sind die so versteckt, ohne Ton. Mann, komm her, ey. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Bock zu kämpfen. Ups. So. Okay, die verschwinden jetzt natürlich wieder. So, ordne die Gegner an. Mache ich. Yes, boah, ich dachte gerade zweimal oder dreimal, aber ich war mir nicht sicher, ob da eine Lücke war. So, Hammer schön nehmen, genau. Die normalen diesmal. Also die wahrscheinlich überstehen den Angriff, aber ist mir egal. Ja, einer geht kaputt, der. Ah! Hö! Hat der gerade Münzen rausgeschippt? Also das ist auch so eine Sache wie bei Bobby, der da mal angegriffen hat und mal nicht. Dachte ich mir schon, aber. Ist ja eigentlich recht offensichtlich, dass das genau sowas ist. Oh, die Münzen nehmen wir auch noch mit hier, so. War hier rechts noch was zum Ausgraben? Ich guck nochmal, ist jetzt egal. Die paar Sekunden kommt es jetzt auch nicht an. Sieht aber nicht so aus. Oh, geil, wieder eine Eisblume. Sag mal, kann man die sich Sachen immer wieder neu spawnen und dann sammeln? Das wäre total lame, dann muss ich mir gar keine Eisblume mehr kaufen. So, zurück zum Stiefmobil, es war ja hier, ne? Hier links, genau. Na, Mario, du sollst da einsteigen, Idiot. Ich springe da wieder daneben.
Ich schätze mal, wir müssen irgendwann was ausbuddeln, damit wir da diese Türme irgendwie aktivieren können oder so. Aber das werden uns wahrscheinlich die Schriftzeichen im Hotel sagen, in Charm City. Achso, unten muss ich drücken. Ich wollte sagen, hey, guck dir kein A jetzt. Das, ist das ein Münzhammer? Ein goldener Hammer, geil. Lässt seine Gegner beim Durchklopfen von Münzen verlieren, das ist ja geil. Warte mal, ich wollte ja immer Sachen ausrüsten. Ja, den nehme ich jetzt nicht direkt. Machen wir es mal so. Oh, der Wurfhammer geht fast kaputt. Oh. Und die Kala Eisenstiefel, okay, dann kann ich ruhig Glitzer-Eisenstiefel benutzen. Die mal verschwinden hier oder was heißt verschwinden? Benutzen. Einfach. So, wir waren jetzt hier noch was Leuchtendes. Ey, was denn hier? Naja, sieht mir nicht auffällig genug aus, irgendwie. Hey, Professor, sing dir doch mal was. Du liebe Güte, nein, wie wär's mit einer Vorlesung? So, sehr schön, noch mehr Geld. Ich wünsche mir gerade, dass die Punkte auch immer wieder kommen. Damit man hier immer wieder neu sammeln kann. Wo ist der Knochen trocken hier? Hier war doch immer einer. Der ist jetzt kaputt geblieben, oder was? Um die alten Zeichen kümmere ich mich. Das war's dann, glaube ich, hier schon. Ah, ne, hier ist noch was. Fast übersehen. Ja, ich muss hier auf jeden Fall noch mal... Noch ein Schatz, mini cool. Ein Kaktus. Das waren auch nicht alle Schatzminis. Also ich habe zwei... Habe ich zwei erst gefunden? Ne, das müsste der zweite gewesen sein, ne? Ich glaube, ich gehe nochmal mit Schatzminierer da durch. Glocke meine ich. Das müsste hier eigentlich anspringen und ich weiß auch, wo ich buddeln kann dann. In der anderen Wüste hier, im nördlichen Gebiet von hier aus. Da gab es ja auch so eine Stelle, wo die Glocke ausgeschlagen ist. Komm, wir fahren jetzt einmal hier rum. Vielleicht bimmelt es ja hier irgendwo und dann wissen wir, wo wir buddeln müssen. Mal gucken, ich habe jetzt so nichts Auffälliges gesehen, muss ich sagen. Vielleicht ist hier auch noch was auf dem Podest. Aber hier klingelt nichts. Na komm schon. Ja, ich weiß, dass du dich um die alten Zeichen kümmerst. Hast du mir gerade schon gesagt. Einmal. Oh. Na, der steht da ein bisschen beschissen. Zack, auch weg. Komm ich aber mit dem Stiefmobil rein? Weg. Ja, komm ich. Kann ich auch hier hinfahren? Mit dem Ding. Aber auch hier ist kein Schatzmini, so wie es aussieht. Auf einmal hier so drin im Café. Aber der war ja... Ich warte einfach hier. Ne, da kann ich auch nicht buddeln. Entsprechend. Ist da genauso ein Feigling wie Bobby, der nirgendwo mit reingeht? Genau, hier waren wir ja auch schon lange. Da kam ja hier dieser Espresso. Den wir dann hatten, den die dann haben wollten, obwohl das dieser Riesencafé war. Mit den ganzen Mini-Gumba, fand ich auch ziemlich geil. Gut. Dann können wir wieder weiterfahren. Was ist denn hier noch drin? Ein Buhu. Okay, und eine Glitzerfeuerblume. Nehmen wir auch noch mit. Boah, wie Schumi hier durchgefahren. Das gesehen. Fast schon blind, muss ich sagen. Bin ich ja gerade durchgefahren. Ach, da ist noch eine Stelle, die ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht hier das letzte Schatzmini, aber hier bimmelt wieder nichts. Buddeln sind wir da mal bitte aus. Ja, hier ist auch noch Geld, okay. Hier muss doch irgendwo ein Schatzmini sein. Oder ist es in den Türen? Oder in dem Turm da oben zumindest. Ich glaube, die gehören ja offiziell. Hä? Hab ich den gerade übersehen hier oder was? Da komme ich immer wieder neu. Ich komme immer wieder neu. Kann das sein, da wo nur Geld drin ist? Kann man hier richtig gut Geld farmen eigentlich. Ich glaube in dem Turm war echt eins, ne? Eben schnell reingehen. Wie war es eigentlich in dem Kaktus, Professor? Geil, dass sie sich unterhalten. Finde ich echt gut. Es war dunkel und furchtbar, aber auch sehr lehrreich. Damit auch wieder nichts, okay. Na, nicht einsteigen. Ja, weg damit mit dem Gefährt hier einmal. Kann ja doch direkt einmal hier lesen, der Professor. Hier klingelt hier auch nichts. Ja, habe ich keine Ahnung, wo das letzte Schatzmini ist.
Ich würde mein Auge gern begrüßen. Suche es zu meinen Füßen. Das ist ein wertvoller Hinweis. Etwas obskur, aber nicht desto weniger wichtig. Ich habe die Übersetzung in meinen Aufzeichen festgehalten. Du kannst sie durch Drücken von L ansehen. Zu meinen Füßen. Nein, möchte ich jetzt nicht sehen. Die gucken später nochmal an. Gut, dass man nicht nochmal hier hin muss. Finde ich sehr gut. Aber das heißt ja dann, zu seinen Füßen. Holen Sie mal bitte hier. Ach hier, da vor. Da, wo das Ding sogar vor ist, ja. Hey, Sie haben ja einen ganz komischen Stein ausgegraben. Was ist denn das? Er ist recht alt. Es könnte sich um einen uralten Schatz handeln. Oder um einen uralten Stein. Du solltest ihn gut aufbewahren. Nehmen wir mit. Den Rautenklunker. Ein Rautenverwechsel aus der Sandpapierwüste. Der konnte doch bestimmt jetzt eh wieder oben einsetzen. Das ist ja nicht umsonst hier so geheißen jetzt. Genau, da einfach in das. In eins von den beiden Augen. Ich glaube in das hier, ne? Genau. Rein damit, Mario. Passt perfekt. Wie niedlich. Wer hat das gesagt? Olivia oder der Professor? Ich weiß es nicht. Oh, der Stein, den du da eingesetzt hast, glänzt ja ganz hell. Was passiert da? Ich glaube, es ist Olivia, ne? Außer, dass es richtig hübsch aussieht. Die bewegen sich immer so ein bisschen, wenn die sprechen. So von wegen Mundbewegung. Was denn jetzt? Jetzt dreht sich das Ding um. Ah, ich muss alle vier Türme aktivieren. Dann markieren die Stelle, wo ich irgendwas ausgraben muss. Oder das ist jetzt der eine Turm, der da hinten war. Wo die jetzt drauf zeigen. Genau den meine ich. Also dieses Gebilde da, genau. Da müssen alle vier drauf gucken. Alle vier Türme, die ich ja schon gesehen habe auf der Karte. Und dann passiert was. Puh, so viel geschüttelt. Warum sind wir gefallen? Was ist denn passiert? Ja, gute Frage, Olivia. Dann gucken wir uns vielleicht doch mal an, ne? Eigentlich wollte ich direkt nach Champ City. Aber das hat sich ja wieder erledigt hier so ein bisschen. Der Turm hat sich gedreht, ja. Sieh mal den dürren Kerl an. Schaut ja jetzt nicht in eine andere Richtung? Vielleicht wollte die Statue auch einfach mal was anderes sehen. Na, hey, wieso steigt der manchmal nicht ein und ich schmeiß dann die Dinger da weg? Weil ich mich bewege wahrscheinlich. Von der Karre weg. Ey, Goldstiefel. Stampfe ein paar Münzen aus deinen Gegnern. Das ist ja richtig Hammer hier. So, hier muss irgendwo noch ein Schatzmini sein. Ich wüsste gerne wo. Wenn ich nur früher gelebt hätte. Oh, ich hab mich ein bisschen erschrocken wegen dem Vieh. Ja, ist egal, Leute, wir suchen die Schatzminis später hier noch, die übrig bleiben. Da sind wir die Fragezeichenblöcke. Es kann ja auch sein, dass wir noch ein Radar kriegen, ein entsprechendes, wie das Toadradar. Wobei ich im Nachhinein gut finde, dass man jetzt doch beide Sachen hat, weil man kann ja jetzt im Grunde eine Glocke aktivieren und dann das Toadradar und dann immer noch nach Toad suchen. Aber ob ich davon so viel Gebrauch machen werde, weiß ich noch nicht. Ich dachte ja wieder viel mehr Geld bräuchte eigentlich. Komm, wir gehen jetzt erstmal hier noch das Ding ausbuddeln. Dann gehen wir wirklich nach Charm City. Erstmal die anderen Einschriften da lesen. Denn die scheinen allgemein wohl wichtig zu sein für das, was wir machen müssen. Auch wenn wir das jetzt schon so ein bisschen gesehen haben, denke ich mal. Aber sonst nichts mehr zum Ausbuddeln, ne? Ja, ist hier nicht letztens irgendwo ein Schatzmini-Detektor die Glocke ausgeschlagen? Ah. Ah, Professor. Hier scheint die gelbe Luftschlange zu enden. Aber wir kommen nicht an ihr Ende heran, um sie zu lösen. Nun, dann sehen wir doch mal, was diese alte Inschrift besagt. Ein Finsternis in Sand bedeckt. Chamses Tempel sich versteckt. Chamses, okay. Oh nein, da steht rein gar nichts darüber, wie wir unter den Wüstensand gelangen können. Liebe Zeit, das muss ein Hinweis auf den Tempel von Chamses sein. Ramses, Chamses. Nicht schlecht. Niemand hat ihn bisher gefunden, obwohl wir mit unseren winzigen Schäuferchen alles gegeben haben. Könnte es sein, dass dieser alte Tempel irgendwo vergraben ist und unter dem Sand schlummert? Das wäre fantastisch. Stell dir mal vor, wie es ist, unter dem Sand zu schlafen, ganz ohne Kissen oder Decke. Vielleicht können wir den Tempel fragen, wie er das gemacht hat, wenn wir ihn aufwecken, um zur Luftschlange zu gelangen. Ohne weitere Nachforschung kommen wir nicht weiter. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns die Wandbilder im Hotel an. Das ist neu. Leuchtet da jetzt etwas? War das schon immer da? Das Licht hat etwas zum Leuchten gebracht. Aber was ist das? Eine Karte vielleicht? Könnte echt eine Karte werden. Egal, wir gehen jetzt erstmal nochmal nach Charm City. Ins Charm City Hotel. Und ja, da war ja, ich habe ja berichtet davon, dass es ja diesen Bug gibt. Mit diesem Surfbrett-Toad.
Ich glaube, den kann man sich nur verbauen, wenn man rausgibt, bevor man ihn entfaltet. Also man kann das Wasser in Ruhe ablassen, man muss ihn dann nur entfalten. Das ist halt echt, so wie ich es auch gemacht habe. Da macht man nichts verkehrt. Deswegen guckt euch gerne den Part nochmal an. Wenn ich dran denke, verlinke ich ihn oben. Aber es war ja eh, glaube ich, der letzte, ne? Der letzte oder vorletzte war es? Ich glaube aber der letzte war es. So, gehen wir nochmal hier rein. Ey, was steht denn hier jetzt eigentlich drauf? Warte mal. Palast von Sham City. Da haben sie ein Hotel draus gemacht, alles klar. Das konnte ich, glaube ich, lesen, ne? Das da aber nicht. Grab hier für eine Überraschung fein. Vielleicht ist das ein Schätzelein. Grab mal bitte hier. Habt ihr was von einem Schatz gesagt? Ah, ich hätte einfach mal graben sollen, auch wenn ich das Schild nicht lesen kann. Ja, Pech für dich. Die 1000 Münzen waren jetzt der Schatz. Ich habe echt mit dem Schatz Mini gerechnet. Ist ja lame. Gut, rein hier jetzt. Also die Stadt gefällt mir echt gut hier. Chump City. Genau, hier war ja der, dieses Surfbrett Toad. Hier war der ja dann Wasser ablassen, entfalten, dann geht's. Ansonsten ist der wohl weg. Einfach. Und jetzt müssen wir hier hoch und dann da den Rest lesen. Genau, diese Wand hier. Ah, da sind noch mehr von diesen Schriftzeichen. Sehen wir mal. Ja, da die vier Augen, wie gesagt. Vier Toads blicken auf einen Ort. Shamses Tempel erhebt sich dort. Ah, das bezieht sich eindeutig auf den Tempel von Shamses und wir wissen jetzt ja, dass er existiert. Die vier Objekte drumherum. Sind das Augen? Die sind richtig gruselig. Es fühlt sich an, als würden sie mich beobachten. Nicht nur dich. Ich habe die Übersetzung meiner Aufzeichnung festgehalten. Du kannst sie durch Drücken von L ansehen. Ja, ist ja jetzt nicht so schwierig, oder? Jetzt doch mal automatisch durchlaufen lassen können hier. Wo Pilze in den Himmel steigen, zeigt ihren Augen Feuerreigen. Da kommt etwas aus den Augen. Sieht das nicht aus wie jemand, den wir schon mal gesehen haben? Ich habe die Übersetzung in meinen Aufzeichnungen festgehalten. Du kannst die durchdrücken von L ansehen, von A. Ja, genau. Buchstaben erkennen kann ich. Versammle sechs und sage nie. Des Feuersgeist beschwören sie. Was? Hey, ist das so eine Art Vogel? Ich habe Angst, dass er geröstet wird. Ich habe die Übersetzung. Ja, komm, hat die Klappe jetzt. Ist recht, sag mal. Was ist das hier dann? Das Pergamenton im Verstecke gut. Spricht die Formel voller Mut. Die sechs, die helfen resolut. Wenn wir eine Beschwörungsformel brauchen, warum steht sie da nicht hier? Weil sie hinter der Tür ist. Was soll denn rechts bedeuten? Vielleicht geht dort entlang? Ach du dicke Doktorarbeit, der Rest muss sich auf der anderen Seite der Tür befinden. Ah, Verzeihung, ich befürchte, dieses Zimmer ist belegt. Suchen Sie den Gast aus diesem Zimmer? Er trägt grüne Kleidung und einen Schnurrbart, dem ihren gar nicht unähnlich. Luigi ist wieder hier. Alles klar. Oh, und er sagte, dass er einige unserer Händler vor Ort besuchen wollte. Vielleicht finden Sie ihn ja dort. Ist er in dem Haus mit dem L? Weil er ist ja eindeutig für Luigi. Ein Gast in Grün? Könnte es der gleiche Typ in Grün sein, den wir kennen? Ach, den wir kennen? Das war Olivia. Hm. Und mir haben Sie gesagt, das Zimmer werde renoviert. Wie dem auch sei, finden wir diesen Gast und bitten wir ihn, uns hineinzulassen. Ich habe die Übersetzung in meinen Aufzeichnungen festgehalten. Ja komm, jetzt reicht's aber mal. Deine Aufzeichnungen. Ja, Luigi hat bestimmt wieder einen Schlüssel gesucht und hat ihn einfach entwendet. Und dann haben die gedacht, ja, das wäre schon billig, das Zimmer. Der ist ja auf seiner großen Schlüsselsuche nach dem Schlüssel für den Pilzpalast. Der Idiot. So. Speichern einmal. Haben wir jetzt hier einiges geschafft. Wobei, so viel jetzt auch nicht, wie ich wollte an sich bis hierhin, aber ist ja egal. Die Mucke ist auch geil. La 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 la. So. Das war ja hier hinten das Gebäude. Aber ist jetzt auch offen, auf einmal, ganz komisch. Auf einmal ist der Inhaber da. Treten Sie näher, 10.000 Münzen zu gewinnen. Meine 100 Münzen Einsatz. Mitgemacht, mitgelacht, Münzen mit nach Hause gebracht. Na, spiel ich ihn gefällig gerne doch, ja. Sehr gut. Die Regeln sind einfach, Sie müssen einfach nur meine Stimmung erraten. Dazu haben Sie drei Versuche. Sind Sie bereit? Es ist ganz leicht, Sie müssen nur meinen Gesichtsausdruck lesen. Hä? Der trägt doch eine Maske. Schräg. Sind Sie sicher? Ja. Falsch. Oder? Ey, bitte maskiere dich jetzt, demaskiere dich jetzt nicht. Falsch. Haben Sie aber spannend gemacht. Falsch, ach wie schade. Nächster Versuch, Sie haben noch zwei und es geht los.
Ach, der macht immer ein anderes Gesicht, okay. Ich habe jetzt gerade bei 4 Antwortmöglichkeiten, hast du halt echt. Ich sag es nochmal schräg. Ich sag es 3-mal schräg. Ja, ich bin mir sicher. Das ist doch wieder so eine Verarsche, oder? Ist das hier wieder Abzocke? Man kann das doch gar nicht wissen. Falsch, ja komm, du kannst mich auch mal. Aber gibt es da irgendwo einen Tipp, dass der vielleicht immer das gleiche Gesicht macht? Keine Ahnung, ehrlich. Sieht sicher, ja. Vor allem, der kommt immer irgendwie näher, kann das sein? Oder meine ich das nur, dass der immer näher kam jetzt? Jetzt so richtig. Wenn es jetzt richtig ist, dann ist es so gewollt. Falsch, okay. Zu schade, falsch. Und ich fürchte, ich habe eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen. Das Spiel zu spielen kostet 100 Münzen, aber verlieren kostet ihre Freiheit. Betätigen Sie sich ohne großes Theater und zügigen Schrittes in die Freiheitsfährerkammer. Was? Aber keine Sorge, Sie werden die Ewigkeit nicht allein verbringen. Sie werden dort andere glücklose Spielteilnehmer treffen. Ein Ausweg gibt es jedoch noch. Sie können es erneut versuchen, allerdings für 1000 Münzen. Möchten Sie erneut spielen? Nö. Wirklich? Obwohl ich Ihnen dann Ihre Freiheit nehme und dann ist das Spiel aus? Nö. Dann danke fürs Spielen. Game over. Mich jetzt echt Game over? Ich dachte, ich komme jetzt zu Luigi rein. Oh, Mario? Es ist echt Game Over. Oh! Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, das ist Paper Mario für bekannt, dass es solche Fragespielchen gibt, wo man dann einfach mal Game Over ist. Wenn man falsch redet. Nein, ich wollte doch gar nicht spielen. Ach, ich wollte doch erst gucken, ob hier noch einer was sagt, irgendwie einen Tipp gibt. Wütend diesmal. Nehme ich diesmal wütend. Weil die drei so gucken, deswegen könnte ja echt sein, dass sie dich einfach imitiert. Falsch. Die verarschen uns doch, oder? Kriege ich hier jemand nicht? Da muss doch irgendwo einer sein, der einen Tipp gibt. Dass der immer das gleiche Gesicht macht oder so. Wütend. Richtig. Naja, natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen. Komm, du aller Sniffit, Alter. Ich versuche dir gleich den Hintern. Wenn du jetzt die Spur ist. Du bist mir gerade ziemlich auf den Senkel, du kleines Mistvieh. Deine Trötenfresse da. Komm schon. Falsch. Ja, war klar. Ja, ich will jetzt nochmal spielen, aber. Komm, halt die Klappe. Ich will nochmal spielen hier für 1000 diesmal. Kluge Entscheidung. Leicht verdiente Münzen. Denken Sie daran, Sie haben 3 Versuche. Viel Glück. Hehe. Komm schon. Komm schon. Ist eh falsch. Okay, diesmal gucken. Ja, okay, ich glaube, es kommt doch nicht näher, wie ich eben noch vermutet habe, aber. Ey, guck mal, man kann ja sagen, was man will. Er kann ja einfach immer sagen, falsch, weil man sein Gesicht ja eh nicht sieht. Also, irgendwas ist auch hier falsch. Also, irgendwas stimmt doch hier nicht mit dem. Komm, du kleiner Sack. Bah, heute ist einfach nicht Ihr Glückstag. Das ist jetzt Ihre letzte Chance. Das geht ganz zurück. Sie können es nur ein letztes Mal versuchen. Oh, ich kann es kaum erwarten, Ihre Münzen auszugeben. Hihihi. Ich will gleich mal aus dem Kichern hier heraus. Ich glaube, der hat mir einen Tipp gegeben, oder? Wisst ihr was? Ich nehme jetzt amüsiert, weil er ja. Haha, okay. Sind Sie sich sicher? Ja. Falsch. Wenn es jetzt falsch ist, ne? Das ist richtig? Niemand gewinnt bei diesem Spiel. Ich meine, Glückwunsch. Sehen Sie nur. Hey, ein Faltkreis. Da muss ich jetzt die Lampe reinbuben. Hey, wo sind die 10.000 Münzen? Das Ganze riecht mir mehr und mehr nach Betrug, Mario. Wenigstens war es ein bisschen spannend. Mein Herz klopft ganz doll. Wie geht's erstmal hier hinterlang? Was denn geht? Anscheinend nicht. Vielleicht muss ich die Lampe noch da irgendwie reiben und dann geht irgendwie was. Luigi, komm raus. Das ist auch geil, ey. Auch nicht schlecht gemacht, ey. So,
So, Luigi, raus da mit dir, du Flaschengeist. Mario, du hast mich gerettet. Wie hast du dieses Spiel denn gewonnen? Nein, verrat's mir nicht. Ich will es selbst schaffen. Mal rate mal, ich habe den Pilzballer-Schlüssel gefunden. Ja, wirklich. Ja, den Hotelzimmer-Schlüssel. Ist das ein Depp, den Suite-Schlüssel? Der Schlüssel zur Suite. Oder Suite. Suite heißt das doch Suite, sag ich schon. Suite. Hilf mir beim Lösen des Rätsels der Wandgemälde? Du wirst es nicht glauben, aber er lag einfach an der Rezeption im Hotel herum. Der Pilzballer-Schlüssel. Ja, ist klar. Außerdem haben sie einen tollen Pool und weil ich ein bisschen urlaubsreif war. Hey Luigi, also das. Tja. Was, wie? Die haben mir gesagt, dass dieser Schlüssel den Weg zum Leben einer Prinzessin öffnet. Da habe ich gedacht. Aber keine Sorge, ich gebe nicht auf. Ich werde den Schlüssel finden und irgendwann komme ich wieder hier und gewinne dieses Spiel. Bis dann. Let's go. Dein Bruder ist mir so einer. Er ist aus einer Zauberlampe gekommen. Meinst du, die haben jetzt ein paar Wünsche frei? Naja, wir haben den Suite-Schlüssel. Jetzt können wir uns den Rest der Wandmalerei ansehen. Also schuldet er uns noch zwei Wünsche. Kann ich denn hier rein? Oh ja, ich kann hier rein. Kann ich hier hoch, ne? Jawohl. Und jetzt? Was ist denn jetzt hier? Achso, ist ein Toad. Deswegen wollte ich hier hoch, stimmt. Puh, ich habe meine Freiheit zurück. Und sonst ist hier nichts weiter. Nö, hier ist nichts weiter, sonst schade. Hier einfach nicht darüber springen können, der Mario, ey. Hier muss man auch noch irgendwie hochkommen. Was ist denn hier eigentlich? Ah, eine Kokosnuss, okay. Egal, schau uns erstmal den Rest des Wandgemäldes an. Wir können uns hier immer noch später hier umgucken. In aller Seelenruhe, vielleicht passiert doch irgendwann was, womit die Treppe hier heil ist auf einmal wieder. Die hier. Vielleicht kommt ja noch so ein Bauarbeiter-Tor, den man finden kann. Irgendwo in der Welt. Der macht dann die Treppe wieder heile. Tod der Baumeister, alles klar. Könnte ich mir echt gut vorstellen, dass es sowas echt gibt. Egal, erstmal jetzt die Wandmalerei noch. Erstmal speichern. Auch wenn ich wohl ein bisschen ums Geld betrogen wurde, aber ich glaube, das musste man machen, oder? Der hat doch wahrscheinlich so lange falsch gesagt, bis der in diesen Hinweis gab mit Ha. Ich komm aus dem Kichern heraus und sowas. So, öffnen bitte. Zack, durch da. Hier ist der Rest der Wandmalerei. Oh, bin ich froh, dass Sie über das Wandbild nicht einfach drüber tapeziert haben. Professor, wenn Sie so freundlich wären. Aber natürlich, natürlich, dann wollen wir mal. Ah, hier wird allem Anschein nach eine alte Zeremonie dargestellt. Die zugehörigen Bewegungen sind recht deutlich festgehalten. Es wird auch seltsam detailliert beschrieben, wer die Zeremonie durchführen muss. Ja, es ist von jemandem mit einer melodischen Stimme. Was? Es ist von jemandem mit einer melodischen Stimme, aber voll der keine laut die Rede, Olivia. Steht da so, ich bin nur der Übersetzer. Das klingt jedenfalls so ein bisschen nach dir, Olivia. Was, ich? Unmöglich, melodische Stimme, volle Kanne laut, ich? Gut, ich habe schon eine deutlich vernehmbare Stimme und ich kann auch einen Ton einigermaßen halten. Oh, ich weiß ja nicht, aber wenn es uns hilft, die Luftschlange aus dem Sand zu kriegen? Die sechs Vogelstatuen, es waren noch sechs, oder? Dann mache ich's. Sie muss da singen, auf dem Podest. Vortrefflich, dann beginnen wir mit dem Unterricht. Also. O König, du, du musst uns helfen. Mehr, schneller, mehr Gefühl. Es muss von Herzen kommen. Was bringen wir die alten Falter allerhöchstens zum Gähnen? Was ist denn jetzt los? Ja genau, jetzt nach links. Nein, das andere links. Und Sprung. Pirouette, Hüftschwung. Und der Beckenstoß. Hui! Er kennt sich aus SpongeBob, ne? Uff, uff. War das gut so? Puh, ich wusste, irgendwann würde ich mal nebenfach altertümliche Tänze bezahlt machen. Das war ausgezeichnet, Olivia. Du bist bereit für die Zeremonie. Gib dein Bestes. Alles klar, ich werde alles geben. Aber was denn hier noch hinten? Ist hier vielleicht noch ein Schatzmini? Ja klar, ist hier noch ein Schatzmini. Und ein versteckter Block auf jeden Fall, würde ich sagen. Denn wenn hier rechts ein Block ist, der Wüstenturm. Oh mein Gott. Ich sehe es erst jetzt, wie es aussieht. Schnell weg mit dem Ding. Bevor es noch jemand erkennt. Alter, ist ja richtig. Richtig Schawiner bei Nintendo. Glitzerpilz. Ist vielleicht noch ein Toad irgendwo? Einmal die Glocke wechseln.
Sieht aber nicht so aus. Vielleicht hier nicht, vielleicht hier in dem Raum erst. Kann auch so hin. Ne, ist aber auch nichts. Okay, dann gehen wir mal raus hier. So. So, wir speichern hier, Leute. Und, ne, wir speichern aber nicht hier jetzt. Also, wir machen nicht hier Schluss für heute. Sondern, ja, hier auch noch nicht. Ach komm, wir fahren noch zum Podest. So viel Zeit muss sein. Ich wollte eigentlich jetzt hier vom Hotel wegen der Mucke ein bisschen Schluss machen, aber... Nee, komm, so viel Zeit muss sein. Die paar Sekunden kommt es ja jetzt nun wirklich nicht an. Kommt alle mit. Hier ist ein... Ja, der Tod da oben stimmt ja. Da komme ich ja noch nicht hoch. Oder komme ich da jetzt hoch? Bin ich jetzt schwerer? Noch mal hier hoch. Professor? Komm so hoch hier. Ne, ich muss da echt voll oben irgendwie hochspringen, oder? Keine Ahnung, wie es sonst geht. Hier oben der Tod, genau. Keine Ahnung, ob ich an den rankommen soll. Aktuell. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal hier weg. Und so wie es ja klang, wird sich da der Tempel des nächsten Pergamenton öffnen. Und das brauchen wir ja sowieso, weil wir haben ja schon gesehen in dem einen Turm. Ich glaube, der war hier im Westen. Gab es ja eh noch so eine Stelle mit diesem roten Faltkreis. Da muss ich wahrscheinlich, also ich schätze mal, es ist das Feuerpergamentum. Man hat ja auch die Flammen gesehen bei dem Vieh. Sah ja auch ein bisschen aus wie Lavados. Ach, wir können hier speichern, genau. Hier ist es ja schon an sich. Speichern wir hier und ich würde sagen, erstmal den Satz beenden. Genau, das sah ja aus wie Lavados. Und da da überall in diesen Türen Flammen sind und da eine Flamme aus war, werden wir wahrscheinlich diese Fackel da oder diese Flamme wieder entzünden müssen. Die da wohl ausgegangen ist. Deswegen, wir sehen dann nächstes Mal, ob ich dann mit dem Feuerpergamenton recht behalte. Oder ob ich zurecht denke, dass es Feuer ist. Ich verabschiede mich an der Stelle, aber hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Lasst dann ein Like da und abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten sage ich einfach nur noch bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.